So, jetzt sind wir hier in... Wir schreiben es unten hin. Zungebrecher. Ja, also wir wollen uns jetzt blamieren, indem wir das falsch aussprechen. Nein, wir schreiben es unten hin. Also hochinteressante Stadt. Da waren also schon ab dem 14. Jahrhundert, das haben wir ja schon bei Avignon gesagt, das sind die Franzosen ziemlich mächtig geworden, ja. Und da haben sie hier diese Stadt, die sich nach Toten Wasser benannt hat, weil da so viel Brackwasser um die Stadt herum ist. So Sümpfe und alles, ja. Und hier den Turm, den man da oben sieht, ich weiß nicht, aber ja, der müsste da sein, da kann man wohl hochgehen, da ist dann noch eine Turmspitze. Und da wollten wir jetzt hochgehen, jetzt sind wir in dem Areal, da stehen auch Tickets. Aber leider. Alles zu. Alles zu. Also ist uns klar, jetzt müssen wir selber herfahren, ja? Ja, genau. Sonst hätten wir euch die Stadt von oben gezeigt. Aha. Also man hat hier die Hugenotten eingesperrt und in den Turm gibt es eine Besonderheit, da hat man ein junges Mädchen mit 17 Jahren eingesperrt. Und dieses junge Mädchen ist dann erst wieder mit über 50 wieder rausgekommen, weil sie eben von ihren Glauben nicht abgelassen hat. Mhm. So waren die französischen Könige damals. Aber der König Ludwig hat es alles teuer bezahlt. Der ist nämlich zweimal von hier aus gestartet in den Kreuzzug. Ja. Und beim ersten ist er in Ägypten verhaftet worden. Da musste er sich dann teuer freikaufen. Und beim zweiten ist er dann an der Pest gestorben und es geschieht ein Scheidrecht. Oder Ossi? Klar, Kreuzzüge waren nicht so christlich. Ja, oder das Mädchen, was er da eingesperrt hat, ja. War er das? Ja. Ah, okay, ja. Und also seine Gefolgschaft und die ganzen Hugenotten, die sie vertrieben haben und hier eingesperrt haben, das war auch nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht. Seht ihr, die Ossi sagt das auch. Also wir gehen ein wenig durch die Stadt, machen ein paar Bilder und dann fahren wir weiter. Ja, ich denke auch. Ja, Spanien lockt schon irgendwie. Vielleicht ja, aber wenn man schon auch unterwegs ist, dann kann man sich ja solche Bauwerke gerne mal anschauen. Gehört zur Karmarkt dazu. Ist eigentlich, ja, ist ja noch Karmarkt. Ja, und ist ja viel schöner als Marie Saint-Lemer. De la Mer. Saint-Marie de la Mer. Es ist noch interessanter und es gibt ja noch viel mehr. Ah ja, da gibt es ja so viel, das kann man sich gar nicht Flamingos. Alles anschauen. Flamingos. Ach so, ja, das auch. Stiere, wilde Pferde. Ja. Also, wir schauen, dass wir was zum Essen kriegen und zeigen noch ein paar Bilder von der Stadt und dann geht's weiter. Genau so machen wir das jetzt. Unser erster Besuch in einem französischen Brasserie. Und mal schauen, ob wir jetzt was kriegen. Laut Speisekarte müsste ich jetzt einen Bullen-Eintopf der Camargue bekommen. Mit Reis. Und ich müsste bekommen eine Dorade mit Reis. Reis aus der Camargue. Alles übersetzt. Speisekarte übersetzt, aber... Durch das, dass der Bildschirm so klein ist und die Speisekarte so groß ist, ist es ein bisschen komplizierter ist. Da lobe ich mir doch den ganz normalen Übersetzer, wo ich es einfach eintippe. Ich habe es schneller gehabt als die Helle. Sie hat ja nur Stichworte eingegeben und ich habe die ganze Speisekarte abfotografiert. Also ich würde sagen, es sieht schon mal ganz lecker aus, oder Helle? Die App hat wirklich übersetzt, wie es aussieht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Lecker. So, das ist hier der zentrale Platz wohl in der Ortschaft. Oder einer der zentralen Plätze, der mehr solche Plätze. Ist eigentlich eine richtig nette Ortschaft, oder? Ja, und hat sehr viele Lokale, die jetzt natürlich alle geschlossen sind, bis auf ein paar wenige. Ja, wir wollen in einen drin, mehr wollten wir nicht. Ja, aber eben auch, wenn es warm ist und im Sommer, wenn hier draußen dann Jubel, Trubel, Heiterkeit ist, ist es bestimmt nicht schlecht.
Und hinter uns ist der König der Kreuzritter, da der am besten gestorben ist. Ja, mal schauen, ob man es erkennen kann, weil jetzt genau die Sonne ihn von hinten bescheint. Ja, dann könnt ihr schon irgendwas sehen. Also das sieht schon super aus hier, das kleine Städtchen mit der großen Stadtmauer, oder? Ja, die ist sehr lang, die Stadtmauer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Kilometer es sind, und, aber ist imposant, ja. Und auf der anderen Seite ist die Saline mit dem Salzberg. Wir machen ein Foto und dann blenden wir das ein. Ja, sieht ist vielleicht ist ein bisschen weit weg. Wir wollen jetzt dann nicht mehr hinfahren, wir fahren jetzt zurück zum Wohnmobil. Ja, genau.
hier in Seede sind wir genau an dem Stellplatz zwischen dem Mittelmeer und ja, der, ja, was ja, ist keine das? Ahnung, Brackwasser, ja. Müssen wir erst mal schauen, was das auf der anderen Seite ist. Auf jeden Fall ein Stellplatz, wo wir jetzt die Nacht verbringen können. Ja. Und hier direkt am Meer. Und ja, morgen gehen wir auf jeden Fall ans Meer, oder? Ja, und wenn's jetzt ist Wetter der Tag erstmal vorbei. Ja, aber ich wollte das jetzt unbedingt nochmal sehen, das Meer. Und ja, jetzt geht halt schon die Sonne unter. Muss stress mal hin zum Sonne. Es ist ziemlich bewölkt. Ich weiß nicht, ob es das noch einen richtigen Sonnenuntergang gibt, aber ich wollte jetzt unbedingt noch das Meer sehen. Na also. So, jetzt gehen wir nochmal ans Meer. Jawohl. Und die Ussi wollte nur sagen, wegen Maske. Ja, also wir wurden auch gefragt, wie das hier so ist, wegen Corona. Und dann können wir euch sagen, also so viel haben wir nicht mitbekommen. Also wie ihr ja gesehen habt, über die Grenze sind wir ohne Probleme gekommen. Da wollte niemand was von uns sehen. Und wenn man jetzt hier in die Lokale reingeht dann, und zum Einkaufen, ist Maskenpflicht hier auch. Und das einzige Mal, wo wir bisher das Zertifikat hier in Frankreich vorzeigen mussten, das war auf der Brücke in Avignon. Ja, und auf der Brücke in Avignon waren wir auch gezwungen, die Maske zu tragen, weil da ist ja die Ansteckungsgefahr am größten. Ja, also die Logik ist hier in Frankreich genauso schlüssig, wie sie bei uns in Deutschland ist. Ja, aber das war bisher eigentlich das einzige Mal, wo wir eben unseren Impfstatus vorweisen mussten. Allerdings, mir konnte ja nicht in alle Gebäude rein, da die ja jetzt um diese Jahreszeit viel geschlossen haben. Genau, und teilweise wollten wir gar nicht. Ja, so, und jetzt gehen wir einen Stand runter. Und ja, genau, jetzt gehen wir da runter. Und dann kommt der Höhepunkt des heutigen Tages. Ja, genau. So, hier. Wir sind dann wieder am Ende unseres Videos angelangt. Und stehen jetzt das erste Mal richtig am Mittelmeer. Also waren wir natürlich schon in San Maries de la Mer. Ja. Aber da waren wir mit dem Fahrrad unterwegs. Und jeder, der uns schon ein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass die Ursi immer gern die Füße reinmacht. Das hat sie erst schon mal an der Nordsee gemacht. Bei Eisschollen auf Meer waren, ja. Und natürlich lässt sie sich das hier nicht nehmen. Wir wollten aber noch eins dazu sagen. Wir stehen jetzt hier in Seede und fahren da auch gleich weiter. Wir überqueren heute die spanische Grenze. Und dann sind wir häufig angeschrieben worden, weil es gibt ja die App Find Pinguis. Ja. Ja. Und wir haben ja in einem Vorab-Video schon mal gesagt, wir probieren die aus und wollen überlegen, ob wir die einsetzen. Und wir haben uns dazu entschlossen, wir setzen sie nicht ein. Nee. Es ist uns erstens einmal zu stressig. Zweitens, wir wollen ja nicht unbedingt in so Gläsern sein, dass jeder da bei uns live dabei ist, und drittens sind wir keine Pinguine. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Aber wisst ihr was, hier haben wir jetzt ungefähr so 6 Grad und es gibt einen ziemlichen Wind. Und jetzt bin ich ja dann mal gespannt, wie das Wasser ist. Ja. Stimmt, nicht viel wärmer. Ja. Also zum Abschied geht die Ursi noch rein. Wenn es euch gefallen hat, wieder das Video, wir freuen uns wieder über einen Daumen hoch und wir sagen tschüss, bis demnächst aus Spanien. Ja, also macht's gut und schaut mal, wie ich jetzt gleich Eisschollen an meinen Füßen habe. Ciao. Tschüss.